wir die Blumen hier stehen. Hallo meine Lieben, ich begrüße euch recht herzlich zu diesem Video. Ich habe hier einen Sessel, das ist der Stuhl des Psychoanalytikers oder der Psychoanalytikerin. Und diesen Sessel werde ich gleich mal wegmachen, den brauchen wir jetzt nicht. Und ich habe euch ja im vorigen Video versprochen oder in einem der vorigen Videos versprochen, meine Lieben, dass ich das simulieren werde. Wie eine Klientin das erste Mal, tatsächlich den Sessel eigentlich stehen lassen können, das erste Mal sich auf die Couch begibt. Sorry, muss den Sessel wieder zurückholen, denn zuerst sitzt sie ja. Das ist ja so, dass sie zuerst sitzt und dann überrascht wird von ihrem Psychotherapeuten, der dann sagt, so, wir ändern jetzt das Setting, legen Sie sich doch mal hin. Ja? Ist natürlich am Anfang sehr gewöhnungsbedürftig, wenn der Therapeut sagt, legen Sie sich doch mal hin. Ne? Es kann einiges auslösen, ist auch nicht bei jedem Menschen indiziert, so eine Therapie im Liegen zu machen. Aber Sigmund Freud, der Begründer der Psychoanalyse, hat das etabliert als therapeutische Intervention oder auch als ein Basic in der Psychoanalyse, dass man eben im Liegen frei assoziiert, soll heißen, man spricht alles aus, das ist eine wichtige Regel in einer psychoanalytischen Psychotherapie, die im Liegen stattfindet, dass man tatsächlich ungefiltert und unzensuriert alles sagt, was einem im Kopf rumschwirrt. Los geht's, ich zeige dir nur einen Taste, eine Idee davon, wie es sein könnte und schöpfe hier aus meinem eigenen Erfahrungsschatz, denn ich habe ja eine Psychoanalyse in meiner Ausbildungszeit gemacht, 4 Jahre lang und war 2-mal die Woche auf der psychoanalytischen Couch, hatte dort gelegen und tatsächlich dieser Regel der freien Assoziation gemäß einfach alles ausgesprochen oder versucht alles auszusprechen, was da war und so lernt man die eigenen Denkstrukturen, die eigenen Modi der Bewertung, die Arten, wie man die Welt sieht und bewertet, kennen und kann dann manche Denkmuster auch aufbrechen und in neue Denkstrategien und Muster verwandeln, die befreiender sind und die einen nicht so einengen und die einen nicht so belasten, wie vielleicht diese manchmal negativen oder abwertenden Gedanken, die Menschen mitbringen aus ihrer Kindheit sehr häufig, wenn sie immer wieder negative Bewertungen von ihrem Umfeld hörten. Dann übernimmt man das, das ist wie eine Imprägnierung. Ja, los geht's. Ich bin zunächst in der Rolle der Therapeutin. Dann in der Rolle der Klientin, dann wirst du schon sehen, was passiert. Los geht's nochmal. Ja, es hat mir 5 Stunden im Sitzen, jetzt habe ich mir gedacht, dass ich sie heute auf die Couch bitten möchte. Hatten wir ja schon letztes Mal kurz gesprochen, da wollten sie noch nicht. Wollen sie es heute ausprobieren. Ich gehe jetzt in die Rolle der Klientin. Boah, das macht mich jetzt echt nervös. Keine Ahnung. Ich soll mich hier hinlegen? Okay, ich habe es ja schon kommen gesehen. Sie hatten es ja schon letztes Mal gesagt. Dann versuche ich es. Was muss ich dann machen? Legen Sie sich einfach hin und schauen Sie, wie es Ihnen damit geht. Es gibt keine Aufgabenstellung sonst. Das ist auch keine Aufgabe, sondern das wäre dann einfach das Setting in Zukunft, dass ich hier sitze, Kopfende der Couch und Sie hier liegen, sich gemütlich machen und dann gucken wir, was passiert. Ist es okay, wenn ich den Sessel jetzt wegräume? Ich kann mir das nicht vorstellen, wie das ist, wenn ich Sie nicht sehe und doch mit Ihnen sprechen soll. Aber okay. Dann probieren wir es halt aus. Kat, meine Lieben, die Klientin ist aufgestanden, hat Bereitschaft gezeigt. Nun wird der Sessel weggebracht. Von der Klientin selbst oder von der Therapeutin, ganz egal. Und die Klientin legt sich auf die Couch. Ich simuliere das als Klientin. Also ich schaue jetzt da aus dem Fenster und was soll ich jetzt sagen? Ich meine, wie das jetzt für mich ist. Ich höre gerade meinen Magen gurgeln. Ich bin ziemlich verkrampft, merke ich. Ich möchte eigentlich lieber sitzen.
Also das ist nicht schön für mich, so zu liegen. Da fühle ich mich scheiße eigentlich, wie als Kind, als ich im Krankenhaus war. So, meine lieben Cut. Wie ihr seht, wurde diese Klientin getriggert. Das ist natürlich etwas, was nicht wünschenswert ist und soll einfach bedeuten, dass dieses Setting offenbar noch nicht oder gar nicht für die Klientin passt. Denn sie hat sich plötzlich wie in einem Flashback an ihre Situation als Kind im Krankenhaus erinnert und wäre jetzt dann wahrscheinlich noch in Tränen ausgebrochen, hochemotional geworden, hätte den Blickkontakt mit der Therapeutin gesucht. Das zeige ich jetzt alles nicht, das würde hier den Rahmen sprengen. Aber du siehst, es ist nicht jedermanns Sache. Andere Menschen machen sich total gemütlich, legen sich hin, voller Vertrauen und erzählen einfach, was ihnen in den Kopf rumschwirrt und vertrauen drauf. Therapeutin wird schon wissen, wenn sie das von mir verlangt, wird schon in Ordnung sein. Also es ist eine wichtige Information für dich, was auch das Setting bei dir auslöst, was es bei dir auslöst, mit einer Person in einem Raum zu sein, zu zweit zu sein, die ungeteilte Aufmerksamkeit dieser Person zu haben. Fühlst du dich da vielleicht bedroht, in Frage gestellt, kritisiert, angezweifelt oder fühlst du dich da geborgen, gewollt, gewünscht, wertgeschätzt? Und es soll eben nicht so sein, dass du dir das einredest mit Gedanken, die um fünf Ecken gehen, im Sinne von, ja, ich fühle mich eigentlich unwohl, aber die Therapeutin ist doch lieb und nett und deswegen muss ich mich wohlfühlen, sondern es soll wirklich authentisch sein. Wie fühlst du dich wirklich? Darum geht's. Egal ob in einer psychoanalytischen Psychotherapie oder in einer systemischen Psychotherapie oder in einer reinen Gesprächspsychotherapie oder einer Gestaltpsychotherapie oder wie sie alle heißen, die verschiedenen Richtungen der Psychotherapie. Ich will auf diesem Kanal ja auch zeigen, dass es ganz, ganz viele unterschiedliche Methoden und Wege gibt, die nach Rom führen. In Wirklichkeit ist es an dir, deinen Weg zu gehen und zu finden und auch deine Wegbegleiter, Freunde, Vertraute, aber auch Therapeutinnen auszuwählen, zu finden. Und natürlich ist es schwer, wenn eben man auf einer Warteliste ist und ewig keinen Platz kriegt. Ich habe das ja schon erwähnt, das wird mir sehr, sehr oft beschrieben, dass Menschen da sehr frustriert sind, wenn sie eben schon endlich mal den Entschluss gefasst haben, in Psychotherapie zu gehen, sich zu begeben in eine Psychotherapie, an sich arbeiten zu wollen. Und dann haben sie Wartezeiten, die utopisch sind, also wo man dann schon den nächste Baustelle hat, weil und die alte noch immer nicht sozusagen bearbeitet wurde. Es ist natürlich extrem frustrierend, aber wichtig ist, dass du es dir wert bist und nicht alles an der Psychotherapie festmachst, sondern dass deine Persönlichkeitsentwicklung auch durch YouTube-Videos weitergeht, durch Begegnungen im realen Leben, durch Freundschaften, durch auch vielleicht sogar enttäuschende oder ambivalent besetzte Erlebnisse, Erfahrungen, das sind alles Lernerfahrungen und Selbsterfahrungen, die dich weiterbringen. Freue mich, wenn du ein kostenloses Abo da lässt, wünsche dir noch eine schöne Adventszeit. Tschüss und bis gleich.